dieser Pause das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, tatsächlich, hier werden jetzt Gesetze vorgelegt, die vorgeben, relevant was zu verändern. Herr Binding hat jetzt gerade schon von der Regierung sehr schön dargestellt, dass jetzt so viel dann doch nicht zu erwarten ist. Und das ist ziemlich verheerend angesichts dessen, was doch eigentlich ansteht. Wir haben ja alle miteinander wahrgenommen, die Panama Papers im April 2016, in welch gigantischem Ausmaß Briefkastenfirmen dazu genutzt werden, Vermögen in Steueroasen zu verstecken. Vermögen, das aus kriminellen Geschäften stammte und so gewaschen wird. Vermögen, das schlichtweg vor der Steuer versteckt wird. Allein die Kanzlei Mossack Fonseca hat 2.000 Milliarden Dollar durch 300.000 Briefkastenfirmen in Panama und anderen kleinen Inseln für Klienten in Steuerparadiese geschleust. 14.000 Banken und eben auch Rechtsanwaltskanzleien waren an den Transaktionen beteiligt. Eigentlich unfassbar, meine Damen und Herren. Internationale Steuerbekämpfung kann man nicht ausschließlich national bekämpfen, das ist wahr. Aber ebenso falsch ist, dass man es eben nur international tun kann, dass man nur international etwas dagegen tun kann. Bis zu den Panama Papers war aber genau das die Haltung von Ihnen, Herr Schäuble, und von der gesamten Bundesregierung. Mit diesem Gesetz gegen Steuerumgehung gibt es, welche Überraschung jetzt doch, auch Maßnahmen auf nationaler Ebene, Maßnahmen, die seit langem im grünen Forderungskatalog standen. Aber leider wurde dann eben doch vieles nicht übernommen und es fehlen wichtige Maßnahmen. Herr Binding hat mir da netterweise schon einiges vorweggenommen. Aber ohne diese Maßnahmen geht es eben nicht, wenn man es wirklich ernst meint mit der Steuergerechtigkeit, meine Damen und Herren. Ihr Gesetz gegen Steuerumgehung ist deswegen bestenfalls halbherzig, vergleicht man es mit dem, was man hätte tun können, tun müssen. Und so findet sich dann eben auch schlichtweg auf Seite 2 des Gesetzes gegen Steuerumgehung der Hinweis, dass mit Steuermehreinnahmen aufgrund dieses Gesetzes jedenfalls nicht gerechnet werden kann. Um nur zwei Beispiele für Ihre Halbherzigkeit zu nennen. Ja, die Abschaffung des Bankgeheimnisses ist gut. Auch die neuen Anzeigepflichten sind richtig und wichtig. Aber warum gelten diese Meldepflichten nur für Briefkastenfirmen außerhalb der Europäischen Union? Briefkastenfirmen gibt es, wie wir wissen, eben auch innerhalb der Europäischen Union. Probleme mit Ländern wie Malta, Zypern, aber auch immer noch der Schweiz sind hinlänglich bekannt. Und warum gelten sie nur für Banken, aber eben nicht für Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und andere Dienstleister im Finanzbereich, wo sie doch auch Briefkastenfirmen vermitteln? Solange es weiterhin so einfache Auswegmöglichkeiten gibt, droht dieses Gesetz nur den Sitz und den Vertriebsweg der Briefkastenfirmen deutscher Steuerpflichtiger zu verlagern, statt tatsächlich die Steuersümpfe endlich trocken zu legen. Und im Übrigen zählt im Kampf gegen die Steuerhinterziehung nicht nur die Tonnen Papier, die man mit Gesetzen produziert. Der Ernst der Absichten spiegelt sich vor allem eben auch darin wider, mit welchen Ressourcen man diese Umsetzung des Gesetzes dann auch ausstattet. Und solange eben in Deutschland völlig unterbesetzte, föderal zersplitterte, für diese Fälle nicht spezialisierte Steuerverwaltungen weiterhin auf der anderen Seite Heerscharen von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und ganzen Steueroptimierungsabteilen in Banken allein gegenüberstehen, solange wird der Kampf gegen Steuerhinterziehung ein aussichtsloser Kampf bleiben, meine Damen und Herren. Und genau aus diesem Grunde fordern wir Grünen eine neue Steuerspezialeinheit auf Bundesebene, besetzt mit Experten der bestehenden Steuerverwaltungen, mit Fachleuten, die bisher in Steuerberatungsgesellschaften und Konzernsteuerabteilungen tätig sind, sowie mit Wissenschaftlern. Eine so geschaffene neue Behörde, die wäre für die Veranlagung und Prüfung von Konzernen und Einkommensmillionären zuständig. Sie wäre endlich eine Institution auf Augenhöhe, die dafür sorgt, dass Steuergesetze tatsächlich wieder für alle Steuerpflichtigen in Deutschland gelten, unabhängig vom Geldbeutel, unabhängig vom Steuerberater und unabhängig vom Bundesland. Wir haben einen solchen Antrag eingebracht. Sie haben ihn nicht mal ernsthaft diskutiert. Und so bleibt am Ende schlichtweg nur festzuhalten, Herr Schäuble und die Große Koalition, Sie sind beim Kampf gegen Steuerhinterziehung ganz groß in der öffentlichen Kampfrhetorik, aber ganz klein in der tatsächlichen Wirkung. Spürbar mehr Steuergerechtigkeit wird es mit diesen Gesetzen nicht geben. Und die einzig passende Enthaltung von unserer Seite ist darauf die Enthaltung. Vielen Dank. Jetzt hat für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Dr. Hans Michelbach das Wort.